Beim Fernunterrichten ist es wichtig, dass du dich nicht unnötig verstellst und immer du selber bist. Falls du aber wissen möchtest, wie du noch besser aussehen kannst und wie du dich richtig in Szene setzt, dann bleib jetzt dran. Ich weiß nicht, wo dein Problem liegt. Ich sehe doch gut aus. Nein. Das war zu wörtlich gemeint. Ich meinte vielmehr gut sichtbar und nicht gut aussehend vom Äußerlichen her. Es ist wichtig, dass du gut sichtbar für die Studierenden bist. Ist dein Webcam-Bild schlecht oder sehen dich die Studierenden nicht richtig? Dann lassen sie sich schneller ablenken und die Aufmerksamkeit sinkt. Mit folgenden Tipps kannst du dies verhindern. Denn solche Bilder sollten für dich in Zukunft zur Vergangenheit zählen. Das richtige Licht ist, wie in diesem Video, das A und O, um sich richtig in Szene zu setzen. Dabei brauchst du gar nicht mal professionelles Equipment. Nutze die Lichtquellen, die dir zur Verfügung stehen. Eine einfache Tischlampe zum Beispiel reicht da schon aus. Oder du weißt, dass zur Tageszeit des Unterrichts die Sonne direkt durch eins deiner Fenster scheint. Perfekt, nutze sie als Lichtquelle. Apropos Fenster und Sonnenlicht, pass hier auf, dass du nie mit dem Rücken zum Fenster sitzt. Ansonsten leuchtet das Tageslicht nämlich genau in die Webcam und deine Studierenden sehen nur deine Silhouette. Es ist ganz einfach. Merk dir einfach, das Licht sollte auf dich scheinen und nicht in die Kamera. Okay, vielleicht nicht gerade so. Übrigens, falls dir das Licht von der Lampe ein bisschen zu stark ist, kannst du das Licht auch diffuser machen. Dafür brauchst du einfach nur einen dünnen weißen Stoff oder ein dünnes weißes Papier, was du direkt vor die Lampe kleben kannst. Okay, sieht schon ganz anständig aus. Aber mit der besseren Ausleuchtung kommt natürlich auch der Schrecken im Hintergrund zum Vorschein. Unordnung im Hintergrund deines Bildes ist nicht nur unschön, sondern er lenkt auch ab. Schau also, dass du möglichst wenig im Hintergrund hast. Auch Deko solltest du marginal halten. Gemusterte oder schwarz-weiße Hintergründe sind ebenfalls problematisch, da sie zu viel Ablenkung und unschöne Bilder produzieren. Am besten sorgst du für einen einfarbigen Hintergrund. In einer gedeckten Farbe, wie zum Beispiel beige, grau oder wie hier, blau. So, da sieh an, sieht ja schon wesentlich besser aus. Aber wenn wir genauer hingucken, kann ich da schon die Nasenhaare zählen. Wer in letzter Zeit viele Videokonferenzen gehabt hat, dem ist dieser Anblick kein Fremder mehr. Wie kannst du solche intimen Einblicke verhindern? Ganz einfach. Stelle die Kamera auf Augenhöhe. Falls du keine externe Webcam hast, erhöhe den Laptop. Dies kannst du auch mit Büchern oder einer Box machen. Falls du noch besser im Bilde sein möchtest, dann schau, dass man nicht nur dein Gesicht sieht. Nimm Abstand von der Kamera. Mehr Bewegung im Bild erzeugt automatisch mehr Aufmerksamkeit. Und zudem wirkt dann das Ganze nicht so, als ob du deinen Studierenden in die Augen starren würdest. Moment mal, was machst du da? Du hast gesagt, ich soll mich schick anziehen, wenn man mich ganz sieht. Ich meine, das ist das Schickste, was ich habe. Nein, nein, definitiv auf keinen Fall nicht. Los, zieh dich um. Aber ich meine... Bei der Kleidung gilt das Gleiche wie beim Hintergrund. Schau, dass du Muster und zu auffällige Farben vermeidest. Und wie wir am Beispiel von vorhin gesehen haben, lass die Partykleidersammlung aus den 70ern und 80er Jahren bitte im Schrank. Oder werf sie gleich weg. Was natürlich nicht bedeutet, dass du nicht zu deinem eigenen Stil stehen kannst. Falls dich deine Studierenden natürlich nicht anders kennen, außer mit einem Hemd aus der Hölle, dann musst du das natürlich auch nicht ändern. Sei dir aber bewusst, dass es die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Unterricht abziehen kann. Das in Szene setzen ist nicht mehr das Problem. Doch was ist, wenn das Bild an sich schlecht ist? Dann bist du abhängig von einer neuen Kamera. Super Bilder kriegt man natürlich mit System- und Spiegelreflexkameras hin. Die kann man heutzutage mit Tools wie zum Beispiel Imaging Edge von Sony als Webcam benutzen.
Für deinen Fernunterricht musst du jetzt natürlich nicht eine neue teure Kamera besorgen, aber vielleicht eine neue Webcam. Die sind allerdings nicht mal so teuer und die Qualität des Bildes wird extrem gesteigert. Eine neue Kamera macht natürlich Freude. Schau aber, dass du sie in der Nähe des Bildschirms platzierst. Ansonsten haben die Studierenden schnell das Gefühl, dass du nicht mit ihnen redest und sie fühlen sich nicht angesprochen. Mit diesen einfachen Tipps machst du das Beste aus deinen Bildern und du setzt dich wie ein Profi in Szene. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass eine gute Internetverbindung essentiell ist für ein gutes Webcam-Bild. Ansonsten hast du nämlich keine Chance. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du unten in der Beschreibung des Videos. Weitere Videos zum Thema E-Learning und Fernunterricht findest du hier. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.